Willkommen, Freunde. Seit der Schulzeit weiß jeder, dass das russische und das amerikanische Territorium durch die Beringstraße getrennt sind und die Entfernung zwischen den Ländern hier 86 Kilometer beträgt. Dies ist jedoch nicht ganz der Fall. Tatsächlich befinden sich in der Meerenge Inseln Russlands und der USA, die die Entfernung zwischen diesen Ländern auf 4 Kilometer verkürzen. Interessanterweise werden für die Überwindung dieser so kurzen Strecke 21 Stunden benötigt. Wie das sein kann, erfahrt ihr aus dem heutigen Video. Die Amerikaner nennen die Inseln in der Beringstraße Diomedes-Inseln. In Russland heißen sie Gwosdew-Inseln. Eskimos begannen vor über 3000 Jahren mit der Besiedlung der Diomedes-Inseln. Die Ehre, diese Orte für die Bewohner der alten Welt zu entdecken, gehörte dem berühmten russischen Entdecker Semjon Deschnjow. 1648 entdeckte er die Meerenge zwischen Asien und Amerika, die später nach Bering benannt wurde. Außerdem berichtete Deschnjow von zwei Inseln. Die Expedition von Vitus Bering fand eine davon 1728. Wenig später wurden beide in die Karten eingetragen. Sie erhielten zu Beginn des 19. Jahrhunderts dank eines Leutnants der russischen Flotte ihren heutigen Namen. Im Jahr 1867 verkaufte Alexander II. Alaska an die Amerikaner, da man damals glaubte, dass diese Ländereien wenig Nutzen brachten und ihr Unterhalt viel Geld kostete. Und überhaupt konnte zusätzliches Gold nicht schaden. Nach dem Verkauf von Alaska verlief die Staatsgrenze zwischen diesen Inseln. Diese Veränderungen störten die Bewohner der Beringstraße zunächst nicht besonders. Sie betrachteten sich bis 1948 immer als ein Volk. Nach dem Zweiten Weltkrieg verschlechterten sich die Beziehungen zwischen der UdSSR und den USA, weshalb die Grenze geschlossen wurde. Wie so oft in solchen Fällen waren von der Politik die einfachen Menschen stark betroffen. Militär ließ sich auf der Ratmanow-Insel nieder und die Zivilbevölkerung musste nach Sibirien umsiedeln. Natürlich fragte zu dieser Zeit niemand nach ihrer Zustimmung zu dieser Grenze, die schließlich als Eisvorhang bezeichnet wurde. Die Jahre vergingen und der sogenannte Eisvorhang begann allmählich zu schmelzen. Am 7. August 1987 konnte die amerikanische Schwimmerin Lynn Cox, die zuvor den Ärmelkanal und die Magellanstraße durchquert hatte, die Entfernung von der amerikanischen Insel zur Insel der UdSSR überwinden. Die Wassertemperatur betrug zu diesem Zeitpunkt nur 6 Grad. Die tapfere Sportlerin wurde von den Bewohnern Alaskas im Kajak begleitet. Diese Strecke hat sie in 2 Stunden zurückgelegt, wozu ihr die Präsidenten der beiden Staaten, Michail Gorbatschow und Ronald Reagan, gratulierten. Oft wird Lynn Cox als Symbol für das Ende des Kalten Krieges bezeichnet. 1989 unterzeichneten die Länder ein Abkommen über gegenseitige Reisen der Bewohner der Beringstraße. Der Vorhang fiel schließlich erst im Jahr 2015, als die USA alle Formalitäten erfüllten. Nach dieser Vereinbarung konnten die Völker Alaskas Verwandte in Tschuschkotka besuchen und umgekehrt. Um auf die Reise zu gehen, wurde eine Einladung von Verwandten aus einem bestimmten Bezirk benötigt. Man kann höchstens 90 Tage bei ihnen zu Gast sein. Die Diomedes-Inseln trennt eine wirklich lächerliche Entfernung von etwa 3750 Metern. Aber wenn ihr euch wie ein Zeitreisender fühlen wollt, ist ihre Überwindung eine gute Möglichkeit, da die Inseln durch eine internationale Datumsänderung getrennt sind und in verschiedenen Zeitzonen liegen. Der Zeitunterschied beträgt 21 Stunden, weshalb die Ratmanow-Insel manchmal als Insel von morgen und die Krusenstern-Insel als Insel von gestern bezeichnet wird. Diese merkwürdige Tatsache wurde im März 2021 ausländischen Zuschauern allgemein bekannt, als ein TikTok-Blogger unter dem Namen Low ein Video veröffentlichte, das erklärt, wie man zu Fuß schnell von Russland in die USA gelangen kann. Hier hat er jedoch ein wenig gelogen. Aufgrund des Klimawandels bildet sich zwischen den Inseln kein festes Eis mehr wie früher. Das Video ging viral und wurde millionenmal angeklickt, woraufhin viele Medien darüber berichteten und was für die Amerikaner eine echte Entdeckung war. Die ungewöhnliche Besonderheit der Inseln bietet Raum für Fantasie.
Zum Beispiel kann man zweimal im Jahr Geburtstag feiern oder zuerst das neue Jahr auf der Ratmanow-Insel feiern, dann die Zeit zurückdrehen und auf der Krusensterninsel noch einmal feiern. Nur schade, dass es nicht so einfach ist, sich zwischen ihnen zu bewegen. Jetzt gibt es auf der Ratmanow-Insel keine ständigen Einwohner. Die erste militärische Einheit des Grenzschutzes kam 1941 hierher. Ein 6-Zimmer-Holzhaus, ein Lagerhaus und ein Badehaus für sie wurden zusammen mit Lebensmitteln, Kleidung und Waffen mit einem Dampfer aus Wladiwostok gebracht. Das Leben hier ist hart. Der Winter dauert 9 Monate und man muss nicht nur mit sehr niedrigen Temperaturen leben, sondern auch mit starken Winden. Außerdem ist die Insel 300 Tage im Jahr in dichten Nebel gehüllt. Deswegen sind Hubschrauber hier seltene Gäste. Sie kommen nur alle 24 Monate, um Nahrungsmittel und Post zu bringen. In der Einsamkeit dienen nur Zeitsoldaten, die die grundlegenden Annehmlichkeiten der Zivilisation, Fernsehen, Telefon und so weiter genießen. Es gibt kein Militär auf der Krusensterninsel oder kleinen Diomedes-Insel, wie die Amerikaner sie nennen. Nur eine einzige Siedlung, die auch Diomedes heißt. Wenn man von oben auf diese Siedlung schaut, hat man das Gefühl, dass es einer der abgeschiedensten Orte auf dem Planeten ist. Er beherbergt eine bescheidene Eskimo-Gemeinde mit etwas mehr als 100 Einwohnern. Heute gibt es auf der Insel etwa 30 Gebäude, darunter Wohnhäuser, die hauptsächlich in den 1970er und 1980er Jahren gebaut wurden. Aber es gibt eine Wäscherei, eine medizinische Praxis im Obergeschoss des gleichen Gebäudes, eine Schule, die einen Blick auf die russische Insel bietet, eine Bibliothek, einen Hubschrauberlandeplatz und eine Satellitenantenne für Fernsehen, Telefon und Internet. Die Vorräte des Ladens auf der Insel beschränken sich auf kleine Mengen an Nahrungsmitteln, Getränken, Kleidung, Schusswaffen, Munition und Treibstoff. Alles, was im örtlichen Geschäft nicht gekauft werden kann, muss per Post aus Anchorage bestellt werden, die im Winter nicht so häufig kommt wie in vielen anderen Ureinwohnersiedlungen in Alaska. Import und Verkauf von Alkohol sind verboten. Für Strom sorgen Dieselgeneratoren. Wasser für den Bedarf im Winter wird aus einer Bergquelle entnommen, dann bearbeitet und in einem Tank gelagert. Aufgrund des Permafrosts ist die Verlegung einer unterirdischen Leitung schwierig, sodass die Bewohner das Wasser nach Hause tragen müssen. Die Arbeit auf der Insel ist hauptsächlich auf die Siedlung selbst beschränkt. Das sind Post, Schule und Arztpraxis. Trotz der hohen Preise für Lebensmittel sind die Eskimos bereits an den Einkauf gewöhnt und nicht so sehr von der Jagd und Fischerei abhängig. Einige sammeln nach wie vor Eier der Lumme, einem auf der Nordhalbkugel weit verbreiteten Seevogel, jagen Walrosse und stellen Souvenirs her, die auf dem Festland von Alaska beliebt sind. Das durchschnittliche Jahreseinkommen auf der Insel beträgt etwa $25.000, was aufgrund der hohen Preise und der Abhängigkeit der Inselbewohner von importierten Lebensmitteln nicht viel ist. Eine Packung gewöhnliches Waschpulver kostet zum Beispiel $45. Im Allgemeinen ist das Leben auf der Insel nicht nur schwierig, sondern auch teuer. In letzter Zeit erwähnen Eskimos auch das Problem des Klimawandels. Jedes Jahr wird es wärmer, was die traditionelle Lebensweise beeinträchtigt. Die Insulaner, insbesondere die Jugendlichen, beginnen langsam über die Umsiedlung nachzudenken. Trotz allem bemerken die Reisenden, dass die Einheimischen glücklichere Menschen zu sein scheinen als viele Einwohner der großen Städte. Für heute ist das alles. Gebt dem Video ein Like, abonniert unseren Kanal und bis bald!